Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Macedonien. So, ich tue mal kurz mein Handy beiseite, damit es keine Rückkopplung gibt und wir fangen jetzt an. So, die Zerstörung von Ennio. Zum Glück sind wir nicht Ennio. Wir greifen an. Das heißt, er bleibt da stehen, möglicherweise. Also wir versuchen auf jeden Fall sehr schnell auf die Berge hier zu kommen. Ich habe jetzt gestartet, weil ich mich vertippt habe. Ganz einfach. Also an sich, ja. Schaut, dass ihr immer beim Trocknen spielt, aber naja. So, er kommt doch. Das ist interessant. Gut, ich werde mich dann mal hier so breit machen. Und mit denen. Achso, okay, der. Ja, er kommt doch nicht. Alles klar. Dann kann ich normal wieder. Gut. Ich gehe mal mit der Kavallerie nach links, weil da ist ein General. Wenn ich den abfangen kann, ist das gut. Wenn nicht, dann... Ja, mei. So, jetzt machen wir wieder normal. Okay, der verschiebt sich jetzt ein bisschen. Okay, der verstärkt jetzt die seine rechte Flanke, was sehr verständlich ist. Schnelle Nahkampfkavallerie. Schwere Kavallerie bereit und willig. Schwere Kavallerie zu euren Diensten. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, während ich ihn ein bisschen da ablenke, werde ich hier ein bisschen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Feldtasten!
echt zu dumm zum Scheißen. Ne? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, die bleiben jetzt einfach stehen, ne? Ja. Gut. Das läuft alles gar nicht so, wie ich will, weil wie ich es geplant habe. Unser General wird angegriffen. Ja, der darf auch mal was machen. So, okay. Hier ballern schön da rein. Die machen schön die platt. Die machen die platt, die machen die platt, der macht den platt. Okay. Eieieiei. Das war keine schöne Schlacht. Königliche Peltasten! Wieso steht der immer noch? Das ist einfach eine Hopliteneinheit, die muss sich komplett auflösen. Alter. Wie standhaft die sind, ne? Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, jetzt erst, ne? Jetzt mach den mal fertig, ne?
Befehle? Katzen, Arco! Eure Befehle? Geschosse, Waffen auf Befehle! Uiuiui, ui, ui, jetzt. Ja, gut. Also, auf jeden Fall, so macht man es auf jeden Fall nicht. So macht man es auf jeden Fall nicht. Ja. Gut. Uiuiui. Das war schlecht. Ja, knapper Sieg. Das ist auf jeden Fall. Ich hab. Ja, ein bisschen. Ja. Ich hab. Ich würde sagen. Die Hälfte ungefähr. Verloren. Aber niemand wurde wirklich. Niemand. Wirklich verloren. Okay, das ist schon mal ein bisschen tröstlich. So, dich kann ich nicht. Kannst du noch? Nee, nicht wirklich. Das auch nicht. Hier gibt's auch nichts zum holen, gell? Ein bisschen blöd. Uiuiui. So, also. Genau, da wollte ich noch scouten. Da ist eine Fullstack-Armee drin. Also die Wiesenschlangen und Wiesenskorpione. Das sind komplett alles. Also, das da nicht, aber Wiesenskorpione ist eine komplette Kavallerie-Armee, was ziemlich heftig ist. Schon ziemlich heftig. Minus Nahrung. Hier mache ich auch Nahrung rein. Hier mache ich auch Nahrung rein. Hier auch. Hier auch. Das brauche ich ja da unten gar nicht mehr. Hier auch und da auch. Da brauche ich auch nichts mehr. Ja, Einkommen brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ich brauche eigentlich nur noch. Ich brauche nur noch Futter. Das brauche ich auch nicht. Nur noch Essen. Ja, hier brauche ich Militär schon noch. Okay, der Rest passt. Hier kann ich auch noch bauen. Also rekrutieren hier nicht mehr. Okay, alles klar. Ah ja, Alexanders Vermächtnis ist eine krasse Armee. Die schafft schon einiges. Gut, dann schauen wir nochmal. Das sind alles nicht meine. Doch, die 10.000 sind meine. Hinterhalt ist gut. Offensiv und Schwung. Dann mache ich das dann. Dann die hat auch noch was bekommen. Loyalität. Steuersatz. Dann mache ich mir Loyalität voll. Das ist gut. Okay, alles klar. Dann nächstes Mal. So. Mann, mir ist gerade aufgefallen, dass ich kein Wasser mehr habe. Böse. Mein Volk mag keinen Luxus, doch Geld wird gebraucht. Ich bitte euch daher, uns eine bescheidene Summe zu geben. Krieg beitreten gegen diese da, gegen Geten. Ich will nicht, dass du... Warte. Ich will, dass du Sparta... Warte, nee. Sparta. Niedrig. Ich gebe denen doch keine 100.000 dafür. 10.000.
100.000. 100.000 ist auch niedrig. Ja, dann bist du doof. Für 100.000 kannst du... Alter, so viele Fullstacker mir hinbauen. Alter, ist der dumm. Der wollte 400.000 das nicht. Oh ne, jetzt kommt der nächste, ne? Ja, den mache ich auch noch platt. Der hat auch ein paar gute Kavallerie-Einheiten. Die Bürger von Navisosa werden auch denken, so, leck mich am Arsch, hier zieh ich aus. Das wird jede zweite Runde wieder zurückerobert. Aber mit jedes Mal erobern, wird eine Fullstack-Armee von ihm geplättet. Vor allem, was auch lustig ist, jetzt ist Singidunum offen für meine Armee. Ist ja auch nicht so clever von ihm. Die Pflicht ruft. Die 10.000. Alexanders Stolz auch. Uiuiui. Kultur, Synkretismus, Invasionsarmee geht an Land. Umsturz. Natürlicher Tod. Alter, erfolgreich. Zielerteil. Bla bla bla. Quackety quack quack quack. So. Was ist das für eine Armee? Und mit der will er die erobern. Der hat zwei Fernkampfeinheiten. Aber ich habe. Das kann er ruhig angreifen, ist wurscht. Okay, dann gehe ich mal hier hin. Du kannst mal das da einnehmen. Bäm. Marsilia. Deine Armee ist ein bisschen eingekreist jetzt, ne? Das ist ein bisschen blöd, ne? Also Pulpodeva bekommt dann mit der Armee höchstwahrscheinlich auch nicht hin. Ja komm, ich mach die platt. Also ansonsten ist hier die Gefahr. Ja, das. Was der sagt, dass sie so viele Verluste haben werden. 60. 67 werden überleben. Okay. Lass mal sehen. Kommt drauf an, wo er. Ah, der kommt raus. Der kommt raus. Aus dem Hause raus. Was blöd ist, dass er den High Ground hat. Das heißt, er hat mehr Reichweite. Was ist seine Artillerie? Sehe ich von hier aus nicht. Ist natürlich jetzt blöd. Eure Befehle? Ich will mit der hier außen rum reiten. Und mit meiner Fullstack-Armee werde ich durch den Wald marschieren. Hetairenreiterei! Es mag unter meiner Würde sein. So kann ich relativ nah an ihn ran und er sieht mich nicht. Na, die
passen dahin. Gut, dann werde ich hier hingehen. Und sobald ich hier bin, greife ich mit denen an. An sich dürfte der die ganze Zeit nicht sehen. Ja. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wie hat er die jetzt... Wie konnte er die jetzt sehen? Aber es ist jetzt nicht schlimm, weil jetzt hat er sich so aufgestellt, weil er denkt, das ist eigentlich seltsam, weil an sich weiß der KI, dass ich hier bin. Aber finde ich gut, dass er sich jetzt so aufstellt. Realistischer. Ja, jetzt sieht er die ersten Einheiten und jetzt weiß er, dass ich auch hier bin. Das ist schon cool. Warte, rennen können die schon. Schießen halt. Oh, wohin schießen die? Ah, da hinten. Königliche Leinenpanzer-Schwertkämpfer! Jetzt? Schildträger! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Königliche Pelkasten! Schnell! Schwerter! Doppelte Geschwindigkeit! Deutsche schöne Makedonien! Nordkampf-Infanterie zu euren Diensten! Bitte, Teilreu! Söhne des Ares! Schnell! Mach mal teil! Von da hinten dürfte er eigentlich auch nicht sehen, dass ich da komme. Schildträger! Speerinfanterie zu eurer Diensten! General! Aber! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. General! Unser General wird angegriffen! Weh, der stirbt jetzt. Königliche Pelz! Dann bin ich sauer. Stolze Söhne Makedoniens! Infanterie! Königliche Leinenpanzer stirbt! Stolze Söhne Makedoniens! Schnell vorrücken! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Reiterei,
Jäger! Die Tyrannreiterei! Kommandant! Bereit! Fox die Arkon! Wille? Jack die Arkon! General! So. Schildträger! Die Tyrannreiterei! Schwere Kavallerie zu euren Diensten! Die Tyrannreiterei! Königliche Leinenpanzer Makedoniens! Königliche Leinenpanzer schwer Nahkampfinfanterie zu euren Diensten! Die Makedonier sind bereit! So, dann muss ich weiter. Das ist ein bisschen Kuddelmuddel, aber das ist voll in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Der ist fast tot, das ist nicht so gut. Was war denn der da? Mehrkämpfer bereit! Schildträger! Schneidet sie ins Stücke! In Eisenreiterei! Königliche Leinenpanzer! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten! Infanterie zu euren Diensten! Königliche Peltasten! Die Krieger erwarten euren Befehl! Königliche Peltasten! Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer! Die Tyrannreiterei! Ja, Kommandant! Oh, läuft. PC Tyroi! Königliche Peltasten! Gut! Die Infanterie zu euren Diensten! Der feindliche General ist tot! Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer! Kommandant! Piken bereit! Gut. Dann ein bisschen noch so rummachen. Ja. Ich glaube, wir haben nicht so viele verloren, wie ihr glaubt. Also. Ich glaube, wir haben 80%, sag ich mal, verloren. Maximal. Komm schon! Erwischt du noch. No. Gut. Da Verluste 500 von 2000. Warte, 5. Ja, 75% sind übrig geblieben. So, glaube ich, oder? 500 von 2000. Das ist ein Viertel. Das heißt, ja, 75. Passt. Waffenschaden. Nahkampfabwehr. Moral. Kavallerie und Nahkampf. Das ist eigentlich auch cool. Gefährten. Okay. So, den da hole ich mir dann nächste Runde. Oder schon diese Runde? Das weiß ich noch nicht wirklich. Der macht mir gerade keine Sorgen. Mein Können steht euch zur Verfügung. Ich werde tun, was ich tue. Boah. Okay. Du hast meine gekillt, jetzt kill ich dich. So. Mal schauen, was der macht. Beziehungsweise, nächste Runde. Schauen wir, was der macht. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen.